Lieber Herr Oberbürgermeister Nimsch, lieber Herr Weikircher, liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Familien, verehrte Rektoratsmitglieder, verehrte Altrektoren, Dekane und Prodekane, geschätzte Mitglieder des Hochschulrates, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Als Rektor der Universität Bonn möchte ich Sie heute sehr, sehr herzlich zum 7. Bonner Universitätsfest 2011 begrüßen. Mit der Zahl 7 haben wir bereits eine feste, aus der Universität nicht mehr wegdenkbare Tradition, eine Tradition, die vom vorherigen Rektorat Winiger unter besonders tatkräftigem Einsatz des damaligen Prorektors Bauer begründet wurde. Und dieses 7. Universitätsfest ist eben mit der 7er Zahl ja eines, in der die Bonner Universität sich gleichsam selbst abbildet, weil es sowohl auf die Struktur unserer Universität als auch die Struktur der Vorstellungen von Zeit und Raum auf besondere, ja man könnte sagen, auf magische Weise verweist. Denn wir haben 7 Fakultäten. Jene Fakultäten, die ebenso farbenprächtig, gleichsam am Fuße des Siebengebirges, sternförmig eingezogen sind. Und nun alles zu einem überaus bunten Bild, das ich hier sehr, sehr schön sehen kann, zusammenfügen und das der Universität als Ganzer ein Gesicht gibt. Ob die Fakultät nach den 7 Tagen der Schöpfung gebildet worden ist, ob dabei die 7 Erzengel an ihrer Seite standen, ob diese 7 Fakultäten in Verbindung zu den 7 Weltwundern zu bringen sind, das lasse ich einmal dahingestellt. Neben den Theologien waren es aber allerdings insbesondere die 7 freien Künste. Sie wissen, das Quadrivium, die Arithmetik, die Geometrie, die Musik und die Astronomie und das Trivium, die Grammatik, die Rhetorik und die Dialektik, also die 7 freien Künste, die von Anfang an die Basis dieser Universität bildeten und auch heute noch, wie indirekt auch immer, für die wissenschaftliche Bildung unserer Studierenden von besonderer Bedeutung sind. Diese Bildung vollzog sich ganz unabhängig, welches Fach, liebe Absolventinnen und Absolventen, Sie gewählt haben, hoffentlich nicht 7 gescheit, sondern ernsthaft und nach Maßgabe der 7 wichtigsten Tugenden, also Klugheit, Gerechtigkeit, Mut und Mäßigung, verbunden mit den eher religiösen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. Und nicht mittels der 7 Todsünden, die ich, weil sie so schrecklich sind, lieber nicht aufzähle. Wir haben heute 1245 Absolventinnen und Absolventen hier in unserem Zelt, männliche 399 und weibliche 846. Die Frauen sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Und sie verteilen sich auf die 7 Fakultäten. Die beiden theologischen Fakultäten haben 8 Absolventinnen und Absolventen hier. Die landwirtschaftliche Fakultät 178. Ja. Die mathematisch-naturwissenschaftliche, die haben das ausgerechnet, ebenfalls 178, um einen Gleichklang zu erzeugen. Die medizinische Fakultät 150. Es wird keinen Mangel mehr an Landärzten geben, ich bin absolut sicher. Und die philosophische Fakultät, traditionellerweise die größte, 394. Und schließlich die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 236. Wo ist die? Ja. Mit ihren Familien, liebe Absolventinnen und Absolventen, sind wir etwa 5000 Personen hier im Zelt. Zunächst möchte ich allen unseren Absolventinnen und Absolventen sehr, sehr herzlich zum bestandenen Examen gratulieren. Alles Gute dafür. Das ist eine tolle Leistung, denn die akademische Würde erlangt man ja nicht einfach so,
sondern hoffentlich und wie Sie wissen, durch Mühe und Anstrengung. Und immer wieder muss man leider die Zahl 7 im Verb 7 ihre Anwendung finden lassen. Also diejenigen durch Rütteln und Schütteln siebend entdecken, die wirklich durch die feinen Maschen des wissenschaftlichen Anforderungsnetzes erfolgreich kommen konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich weiß nicht, wer neben den Staatsexamen da in der medizinischen Fakultät und bei den Juristen noch zur langsam aussterbenden Spezies der Diplom- oder Magisterabschließer gehört. Ja? Wenn ja, dann haben Sie etwas getan, was unsere Landesregierung nicht möchte. Sie haben nämlich länger gebraucht, haben also sehr gründlich studiert und Sie sollten es daher durchaus ablehnen, dass man Sie als Siebenschläfer bezeichnet. Wenn Sie für Ihr Studium etwas länger gebraucht haben sollten, dann haben Sie Ihre Zeit hoffentlich produktiv genutzt, haben sich also auch über Ihr engeres Studienfach hinaus interessiert, denn auch das gehört zur akademischen Ausbildung. Ziel eines Studiums sind der Erwerb wissenschaftlicher Kenntnisse und Fertigkeiten. Ziel ist es zugleich aber auch, die Fähigkeit zu erlangen, diese Kenntnisse im gesellschaftlichen Zusammenhang je und je sinnvoll, das heißt der Effekte und der Folgen bedacht, anwenden zu können, damit unser Gemeinwesen auch in Zukunft auf glückende Weise fortbestehen kann. Die neuen Studiengänge mit ihren BAMAs, also ihren Bachelor- und Masterabsolventen, setzen auf 7-Meilen-Stiefel, die dann allerdings nur schwer angezogen werden können, wenn unsere Absolventinnen und Absolventen neben ihrem Studium arbeiten müssen, um es zu finanzieren. Dies ist, wie der Sozialreport des Studentenwerks deutlich macht, nicht selten der Fall bei 66% aller Studierenden, eine hohe Zahl, trotz der Unterstützung der Eltern. Dass ihre Eltern sie während ihres Studiums, wie es ihnen immer möglich war, materiell oder auch immateriell unterstützt haben, dafür gebührt ihnen sehr großer Dank. Und ich denke, dies ist sicherlich ein Applaus unserer Absolventinnen. Ich finde, das war ein sehr deutliches Signal an die Eltern. Sie alle kommen, um mit uns zu feiern und dabei gleichzeitig die Anstrengung dessen überstandenen Studiums und auch, wie ich aus vielen Fällen weiß, die Anstrengung, ihren Kindern ein Studium zu finanzieren, gewürdigt zu sehen. Daher ist dieses Fest zu Recht das Fest der Absolventen und ihrer Partner, ihrer Familien. Ich möchte an dieser Stelle die Eltern und Verwandten unserer internationalen Studierenden besonders begrüßen. Ich weiß, dass sie oft von weit her aus den USA, aus West- und Osteuropa oder aus Japan oder China angereist sind, um mit uns dieses Fest zu feiern. Ein besonderes herzliches Willkommen von meiner Seite den internationalen Studierenden. Es sind aber nicht nur die Studierenden, ihre Freunde und ihre Familien, es ist auch das gesamte Umfeld, es sind auch die Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die dieses Fest mit uns zusammen begehen und zugleich, das darf ich sagen, großzügig unterstützen. Ich nenne hier von Wirtschaftsseite stellvertretend für viele die Deutsche Post, DHL, als Hauptsponsor, unsere Universitätsgesellschaft, unser Uniklinikum und auch das Hotel Maritim, in dem wir heute Abend unseren Ball feiern werden. Wir nehmen diese Unterstützung als ein Zeichen der Wertschätzung der Universität. Zugleich ist sie uns Verpflichtung, auch in der Region, mit der Region so zusammenzuarbeiten, dass wir wechselseitig gestärkt aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen können. Das Studentenwerk versorgt uns auch diesmal wieder und auch mein herzlicher Dank dafür an Herrn Bojanowski, den Leiter des Studentenwerkes. Es ehrt uns auch sehr, dass Sie, lieber Herr Oberbürgermeister Nimsch, heute zu uns gekommen sind, um unsere Absolventinnen und Absolventen zu begrüßen. Es unterstreicht einmal mehr die inzwischen doch gute Verbindung zwischen der Stadt Bonn und der Universität, die uns sehr wichtig ist. Und Sie waren vor kurzem ja noch so freundlich, Ihre Überlegungen zur internationalen Wissenschaftsstadt Bonn im Festsaal unserer Universität vorzustellen. Dies etwas, was Universität und Stadt in Zukunft noch enger verbinden wird.
Es ist ebenfalls Teil der Tradition, dass wir einen Alumnus oder einen zumindest eng mit der Universität verbundenen Gast als Hauptredner unserer Absolventenfeier einladen. In diesem Jahr ist es Konrad Beikircher, zu dem ich später noch etwas sagen werde, dem ich an dieser Stelle aber schon einmal ganz herzlich danken möchte, dass er bereit ist, zu uns heute zu sprechen. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich hoffe, dass Sie neben Ihrem Abschluss aus dem Studium etwas haben mitnehmen können. Hoffentlich nicht im Sinne der 7 Plagen oder der Eröffnung von 7 Siegeln. Das geht meistens nicht gut aus, meistens nicht. Auch wenn Sie manchmal einen 7-Kräutertee nötig hatten, um Ihr Pensum im Sinne von 7 auf 1 Streich zu schaffen. Und wenn es 7 magere Jahre waren, zumindest für die Magisterstudenten, denn die werden so lange gebraucht haben, dann hoffe ich mit Ihnen auf die nächsten 7 fetten Jahre. Es ist ja eine Lebensphase, in der sich vieles auch deswegen umbaut, weil sich auf einmal, und es kommt eigentlich immer in einer Art Sprung, etwas eröffnet, was man vorher so nicht gesehen hat oder nicht vorhergesehen hat. Es ist gewissermaßen ein Quantensprung der persönlichen Erkenntnis, der einem auf einmal einen Schlüssel in die Hand gibt, mit dessen Hilfe sich dann neue Fragestellungen finden lassen und neue Dinge entdecken lassen. Diesen Sprung zu vollziehen, ist die vielleicht einschneidendste Erfahrung, die man in einem Studium machen kann. Und ich hoffe, dass Ihnen das auch in den neuen Studiengängen noch möglich wurde. Ich wünsche mir insgesamt, dass Sie Ihre Studienzeit als eine in diesem Sinne produktive Phase Ihres Lebens später gern erinnern werden. Bleiben Sie nicht nur der Wissenschaft, bleiben Sie auch Ihrer Alma Mater gewogen, selbst wenn Sie nach Ihrem Studium nun Ihre 7 Sachen packen sollten und Ihren Lebensmittelpunkt verändern. Sie können leicht mit uns in Kontakt bleiben, wenn Sie dann als Alumnus oder Alumna der Universitätsgesellschaft beitreten und Mitglied in unserem großen Netzwerk Ehemaliger werden. Etwa 7.000 Personen sind da inzwischen registriert. Und dieses Netzwerk, das Sie mit Informationen über die Universität versorgen wird. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn wir Sie in diesem Kreis begrüßen dürften. Das Bonner Universitätsfest, das wir nun zum 7. Mal veranstalten, ist auf seine Art immer noch einzigartig in der gesamten Republik. Das große Fest ist nur möglich, weil viele helfende Hände uns unterstützen und weil Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, und weil Sie, liebe Angehörige und Freunde, so zahlreich zu uns kommen. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür und wünsche uns allen einen sehr schönen Tag und darf noch den Oberbürgermeister Jürgen Nimsch um sein Grußwort bitten. Magnifizenz, liebe Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2011, liebe Familien, liebe Gäste, als ich im vergangenen Jahr zum ersten Mal von hier aus in diese Runde geblickt habe, war ich wie heute schon sehr beeindruckt. Weit über 1000 Absolventinnen und Absolventen in Talaren, das ist ein wahrlich imposantes Bild. Und ich war und bin es auch heute ein wenig neidisch. Als ich nämlich im Jahr 1978 mein Studium an dieser Universität abschloss, da waren Feierlichkeiten wie diese unvorstellbar. Wir bekamen damals unsere Zeugnisse nach Hause geschickt, 70er Jahre. Sie dürfen heute Unvergessliches, Einzigartiges erleben. Nicht nur jede und jeder von Ihnen ist einzigartig. Gemeinsam sorgen Sie auch noch dafür, dass das Bonner Universitätsfest mit 1245 Absolventinnen und Absolventen in seiner 7. Auflage nicht nur das traditionsreichste, sondern auch das größte Fest dieser Art in ganz Deutschland und damit in seiner Gesamtheit ebenfalls einzigartig ist. Einzigartig ist natürlich auch der heutige Tag für Sie. Robe, Hut, Zeremonie, Rituale, Applaus, Stolz, Gratulanten,
Ballnacht. Die Universität Bonn ist ein sehr wichtiger Teil unserer Stadt. 27.000 Studierende prägen das städtische Leben und tragen zur Vielfalt und Buntheit Bonns bei. Und Stadt und Universität arbeiten in vielfältiger Weise gut zusammen. Viele Berufstätige in der Region haben ihre Ausbildung an dieser Universität erhalten. Die Universität und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genießen national und international einen ganz hervorragenden Ruf, und die Stadt Bonn ist stolz darauf, eine so renommierte und traditionsreiche Universität zu haben. Und der Abschlussjahrgang 2011 ist das beste Beispiel für die Exzellenz der Lehre hier an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Ich weiß aber auch, wie wichtig jede und jeder Einzelne von Ihnen für unsere Stadt ist. Sie werden gebraucht. Der Arbeitsmarkt boomt. Die Akademikerquote auf dem Arbeitsmarkt in Bonn ist so hoch wie kaum irgendwo sonst in Deutschland. Für 20% aller Arbeitsplätze, das ist doppelt so viel wie anderswo, ist hier der Hochschulabschluss Voraussetzung für den Berufseinstieg. Vereinte Nationen, DAX-Unternehmen wie Deutsche Post, Telekom, Wissenschafts- und Kultureinrichtungen bilden die Grundlage dafür, dass Bonn auch künftig wachsen wird und den Menschen hier vor Ort gute Zukunftsperspektiven bietet, also gute Gründe, Bonn die Treue zu halten. Dennoch werden manche von Ihnen unsere Stadt jetzt verlassen, um berufliche oder akademische Laufbahnen einzuschlagen anderswo oder weil Ihr privater Weg Sie an einen anderen Ort führt, wo immer Sie auch künftig leben und arbeiten werden. Ich hoffe, dass Sie Ihre Zeit in Bonn und unsere Stadt in guter Erinnerung behalten und dann gedanklich uns die Treue halten und immer wieder gern auch zu uns an den Rhein zurückkehren. Damit das aber nicht so unverbindlich bleibt und weil ich weiß, dass Sie sich dieser Stadt ja doch irgendwie verbunden fühlen, geht mit der Aushändigung Ihrer Urkunde automatisch eine weitere Ehrung auf Sie über. Und das werden Sie sofort spüren, sobald Sie die Urkunde in der Hand halten. Ich ernenne Sie nämlich hiermit zu Bonn-Botschaftern. Berichten Sie. Berichten Sie, erzählen Sie der Welt da draußen, wie Bonn ist. Bonn, die Beethovenstadt, Bonn, die Wiege der deutschen Demokratie nach 1945, Bonn, die deutsche Stadt der Vereinten Nationen, die internationale Wissenschaftsstadt, der internationale Wirtschaftsstandort, oder fassen Sie es kürzer, vielleicht so, wie es viele internationale Gäste tun, die, wenn sie in Bonn sind, sagen: It's so friendly, it's so romantic and it's so safe. Oder machen Sie es noch kürzer, so wie die Dachmarke unserer Stadt, anknüpfend an das zentrale Wort der Europahymne mit der Musik von Ludwig van Beethoven: Freude, Joy, Joie, Bonn. Alles, alles Gute für Sie, verehrte Botschafterinnen und Botschafter, meine 1245 Exzellenzen. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich, wünsche Ihnen einen unvergesslichen Tag und alles Gute für die Zukunft.